Ich bin mir ziemlich sicher, das ist einfach eine richtig blöde Frage, die du stellst. Das ist ja immer so bei dir. Also, du stellst Fragen manchmal, also auch mich, also mir stellst du Fragen, wo ich mir denke, das ist einfach Ja, blöd. ich weiß, es ist Das ist einfach blöd. Nils Kleis, ne? Ja, einfach blöd. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast noch nie Fußball gespielt, oder? Doch, doch, also Patrick Wasserzieher, um den es ja jetzt hier Ja. geht, der hat dritte Liga gespielt, sogar beim, ich glaube, VfL Hamburg. Und Patrick Wasserzieher ist ein guter Fußballer und der weiß auch, wovon er redet. Und ja, ich weiß nicht, ob du direkt meine Meinung dazu haben möchtest oder. Ja klar, hau raus. Also ich meine, bevor wir dieses Jingle hier losdrücken, muss man ja erstmal irgendwie erklären, worum es geht, beziehungsweise da muss auch jemand mal wie du dann auch mal Klartext reden. Sonst bringt ja das Jingle, das gleich kommt, nee, überhaupt gar, macht ja gar Ja, keinen du Sinn. hast natürlich recht. Also, es war ja gestern dieses Spiel, dieses Topspiel zwischen Dortmund und Stuttgart, übrigens ein gutes Spiel. Und wer die Szene gesehen hat, der weiß eh, worüber wir reden und wer nicht. Es kommt ein Kopfball aufs Tor, der Stuttgarter Keeper Nübel wehrt ab und Schlotterbeck steht 2 Meter vom Tor. Der Torwart ist am Boden, er muss ihn eigentlich nur ins Tor schießen und er schießt ihn irgendwie gefühlt übers Stadiondach drüber. Und nach dem Spiel sagt dann Patrick Wasserzieher zu ihm, so ungefähr vom Wortlaut. Ich weiß, es ist jetzt auch ein bisschen schwierig, aber ich frage sie einfach mal direkt, warum haben sie denn nicht reingeschossen? So, und ich habe tatsächlich auch ein paar Nachrichten bekommen von Fußballern, die mir auch gesagt haben, ja, was ist denn das für eine Frage oder sowas? Und dann habe ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, du stellst ein, oder machst ein Interview mit Schlotterbeck und stellst die Frage nicht. Da denken ja alle, ist der Typ nicht ganz dicht oder sowas? Also du kannst das Ganze ja nicht aussparen. So, und es könnte ja sein, dass der Abwehrspieler Schlotterbeck sagt, ich war überrascht, dass ich so frei stand. Ich war überrascht, dass der Ball zu mir kam. Ich wollte, weil der Torwart am Boden lag, den unter die Latte reinschießen. Ich hatte plötzlich zwei Gedanken im Kopf. Kann man ja alles sagen. Man kann übrigens wie Schlotterbeck auch leicht angesäuert sein, wenn man von der Adrenalin runterkommt. Aber dieses Reflexartige, jetzt springen dann alle dem Spieler bei. Oh, jetzt hat endlich mal einer dem Moderator gezeigt, was los ist. Also ich finde Patrick Wasserzieher einen der besten Fragesteller in ganz Deutschland, wenn nicht sogar den besten. Und eins ist ja auch mal ganz klar, dass diese ganzen, und damit meine ich jetzt Schlotterbeck gar nicht explizit, dass viele dieser Fifis, die gerade mal unfallfrei eine Kulturtasche aus der Kabine tragen können, dass die 8 bis 12 Millionen im Jahr verdienen, weil das Fernsehen so viel Bock darauf hat, Fragen zu stellen oder sowas. Das gehört übrigens auch zu deren, dass sich ein Fußballer ein Gehalt mittlerweile hat, bezieht, weil so viele Leute für all das bezahlen. Und dann dieser Reflex, oh, jetzt haben wir sie bei dem blöden Reporter mal gezeigt oder einfach haben sie selber schon mal Fußball gespielt. Ich finde es sehr unnötig. Wie gesagt, der kommt nach 90 Minuten ausgepumpt vom Platz, das verstehe ich auch noch. Aber dann kann man, diese Frage ist völlig berechtigt. Und diese Häme, die es dann manchmal in sozialen Netzwerken gibt, ich krieg einfach nur das blanke Kotzen, muss ich sagen. Guck mal, und wenn man 10 Millionen Euro verdient, so wie Nico Schlotterbeck, wenn man im Grunde genommen einfach auch angewiesen ist auf Interviews, muss man ganz ehrlich sagen, das gehört einfach zum Job, du hast es ja gerade eben auch gesagt. Und wenn man dann derart noch von oben herab mit der Philipp-Plane-Tasche unter den Achseln und den frisch gezupften Augenbrauen Patrick Wasserzieher von der Seite ankackt, dann braucht es mindestens das, nämlich Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So, mein Lieber, ich Nur damit wir noch eins sagen, es ging jetzt gar nicht gegen Nils Schlotterbeck persönlich, der finde ich, Nico Schlotterbeck, der in München eine gute Leistung geboten hat, auch gestern einigermaßen performt hat. Das ist mittlerweile so ein Zeitgeist. Die sollten sich alle mal bei den US-amerikanischen Profisportarten umgucken. Da sind sogar Interviews in der Kabine erlaubt. Und wer da nicht kommt, der kriegt eine Strafe einfach. Die haben das verstanden, wie das läuft. Wenn ich permanent Entertainment verkaufen will, dann muss ich auch Entertainment bieten. Weißt du, was der größte Witz ist? Mittlerweile gibt es ja bei den Fernsehrechten, das kriegst du ja für bestimmte Dinge, die du machen kannst, zahlst du etwas. Da zählt das sogenannte Flash, das Superflash-Interview dazu. Das heißt, der rechte Inhaber darf sich einen Spieler aussuchen, der sofort nach Abpfiff praktisch zu ihm kommt. Das haben die Vereine und Verbände reingeschrieben. Jetzt rate mal, wie das ist bei der Nationalmannschaft, bei den Vereinen, die in Champions League und Europa League spielen, von der ersten bis zur dritten Liga. Da kommt
Niemand. Ja. Ah, die müssen da noch so einen Kreis machen. Ah, wir müssen erst alle mal in die Kabine rein. Ah, die müssen erst noch ihre Ehrenrunde drehen und einfach mal winken. Dieses Superflex steht im Vertrag. Es wird von gar keinem mehr erfüllt. Krass. Und ich habe das Gefühl, es ist immer mehr so, wir von der Presse sind die bösen Buben und die kriegen dann noch Zuspruch davon, dann von den Fans. Ja, dass sie aber so blöde Fragen auch gestellt bekommt. Also wie gesagt, da sollten sich auch mal Spieler, Vereine, Funktionäre, sollten sich mal Gedanken machen, wer eigentlich ihre großen Gehälter bezahlt. Das mag natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängen, ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen, dass es auch PressevertreterInnen gibt, die ganz schön draufhauen und zwar auch in einer gewissen Qualität, wo man dann auch irgendwann mal sich denkt, ja, es ist aber auch mal gut. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, was so nach dem Spiel gegen Heidenheim geschrieben worden ist, was erzählt worden ist und so weiter und so fort. Bevor wir da einsteigen, vielleicht mal, wenn du offen bist, mal 2 Minuten ein paar kleine Daten und Fakten. Also, Thomas Tuchel hat sein ganzes Leben lang damit verbracht, über Spielzüge und Taktiken nachzudenken. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja, definitiv. Frank Schmidt hat sein ganzes Leben damit verbracht, über Spielzüge und Taktiken nachzudenken. Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja. So. Der englische Guardian hat den ersten FC Heidenheim 1846 e.V. mal bezeichnet als Herzstück der Fußballromantik. Die große New York Times schrieb bereits vor einiger Zeit, dass der Bundesliga-Neuling gerade mal die nächste Sprosse auf der Leiter hinauf zur Fußballelite erklimme. Und La Gazzetta dello Sport erzählte die ganz besondere Geschichte jenes Vereins, dessen Trainer schon 17 Saisons auf der Bank sitzt und dessen Stadion, das am höchstgelegenen der Bundesliga ist, mit exakt 555 Metern. Damit aber nicht genug. Frank Schmidt, geboren in Heidenheim, trainiert seit dem 17. September 2007 den ersten FC Heidenheim und hat den Club in 615 Spielen von der 5. Liga in die Bundesliga geführt. Er ist über 16 Jahre Trainer in diesem Club und hat damit 12 FC Bayern Trainer erlebt. Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klinsmann, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Andres Jonker, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Willi Sagnol, Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Guten Tag. Und dann habt ihr noch Fragen? Dann habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich glaube nicht. Ich habe ja dir die Geschichte schon mal erzählt, dass ich bin, glaube ich, 2 Jahre älter als Frank Schmidt und habe irgendwann mal so im Alter von 12 oder 13 war ich bei der Uwe Seeler Fußballschule an der Ostsee. Mhm. Und da war Frank Schmidt auch. Wir waren im selben Kurs. Damals war das ja noch nicht so, du hast ja damals nicht direkt, oh, hast du Insta oder sowas. Das gab's ja alles gar nicht. Aber man hat halt so eine Liste gehabt von den Leuten, die dabei waren. Und der Name Frank Schmidt ist dann später immer mehr aufgetaucht. Er war ja Jugendnationalspieler, er hat dann bei Alemannia Aachen gespielt. Er hat als Spieler mit Festenbergskreuz, damals die Bayern, diese Sensation, diese Pokalsensation, als Innenverteidiger die Bayern ausgeschaltet. Und ist dann irgendwann tatsächlich, wie du gerade eben gesagt hast, in der Fünftklassigkeit eingestiegen. Hat er noch gespielt und dann ist er Trainer geworden. Und was man bei Frank Schmidt sagen muss, es ist, der hat sich in der Zeit, wenn man mal am Anfang so irgendwann mal in der 3. Liga oder so, habe ich ihn dann irgendwann mal gesehen, haben wir ein bisschen drüber gequatscht. Und immer über die Zeit, wenn es 2. Liga gab und man kam auf den Schlossberg nach Heidenheim, dann hat er immer ins Trainerbüro geladen, hat einen exzellenten Kaffee selber gemacht. Meistens gab es ein Cappuccino. Dann war er auch mal bei der Trainertagung in Köln. Da habe ich damals die Medienschulung gemacht. Da waren wir auch mal ein Bier zusammen trinken. Jetzt, als er unlängst in Köln war mit der Mannschaft beim Spiel, beim 1:1, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, in welchem Hotel seid ihr denn eigentlich? Können wir uns vielleicht freitagsabends noch ein Bierchen treffen. Nee, also freitagsabends, da braucht meine Mannschaft nicht. Keine Ablenkung, da wird nichts gemacht. Also hat er noch nicht mal den armen Podcaster hier auf ein Bierchen empfangen oder sowas, obwohl wir damals, als er frei hatte, in der Friesenstraße viel Spaß hatten. Ich will also sagen, das, was Frank Schmidt dort schafft, ist ja unglaublich. Und B ist auch von einer unglaublichen Authentizität getrieben. Mhm. Und wenn du 17 Jahre in einem Verein bist und sich das nie abnutzt, obwohl du ja, klar, die haben auch immer eine Fluktuation, aber viele Spieler sind ja auch da. Und er sagt dann einfach, ich habe die gestern in der Kabine mal richtig zusammengestaucht, das war ja nicht das Bild des ersten FC Heidenheim. Dann geht das ja weit darüber hinaus, dass sich einer in die Kabine stellt und die Jungs zusammenscheißt, jetzt nehmt euer Herz in die Hand. Das ist ja schon fast
höhere Tiefenpsychologie, die er da vollführt. Und man kann das gar nicht hoch genug bewerten. Ich bin ganz ehrlich, Spiele von Heidenheim, die sind jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil das geht oft harte Zweikämpfe, Mann gegen Mann und sowas. Aber ein 0-2 gegen die Bayern in der Art und Weise zu drehen, also das ist wirklich Respekt. Und wenn die Kollegen aus England das so schreiben, dann zeigt es, glaube ich, so ein bisschen, dass es doch das Einfache, das Ursprüngliche im Fußball ist, wo viele einfach nach Sehnsucht haben. Ja, und vor allen Dingen einfach auch die Sehnsucht nach Beständigkeit und nach Charakteren und nach einer gewissen, ja, nach einem gewissen Understatement auch, Normalität auch im Fußball und so einer kleinen Romantik, die wir alten Säcke, die wir teilweise schon geworden sind, immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also damals, als wir noch die Bundesliga-Konferenz im Radio gehört haben, du erinnerst dich wahrscheinlich noch dran. Also dieser Teil der Romantik, der Fußballromantik, die so ein bisschen abhanden gekommen ist, wird ein wenig zumindest wieder durch Heidenheim aufgeladen. Und danke dafür, Frank Schmidt, und danke auch für ein fantastisches Spiel, dass das dann doch gedreht wurde und das den FC Bayern jetzt in die Situation bringt. Lass uns da mal einsteigen, die nicht so richtig witzig ist. Einen Satz noch. Tim Kleindienst, der mir ja einen der schlimmsten Fußballsonntage aller Zeiten beschert hat, letztes Jahr im Mai, also in der Nachspielzeit, dann noch getroffen hat zum 3-2 und damit Heidenheim am HSV vorbei ist, wie eiskalt gestern der die beiden Tore macht. Er hat es ja auch in Freiburg damals in der Bundesliga mal versucht. Das war so leidlich. Er war dann in Gent. Das hat auch nicht so überragend geklappt, obwohl er da auch gespielt hat. Also jetzt über 10 Treffer erzielt zu haben, also das nötigt mir auch größten Respekt ab. So eine Karriere, wo du auf jedem neuen Step dann schon noch ein Stück weit besser wirst. Also herzlichen Glückwunsch auf den Schlossberg nach Heidenheim und insbesondere auch an Tim Kleindienst. Trotzdem hat es aber den FC Bayern jetzt in eine Situation gebracht, die nicht ganz so komfortabel ist. Und Max Eberl hat dann doch jetzt plötzlich klare Worte gefunden, hat die Espresso-Tasse und die Zigarette weggepackt und ist tatsächlich dann doch für seine Verhältnisse doch recht deutlich geworden. Und für meine Verhältnisse auch so ein bisschen zu krass, aber hat ja so ein bisschen an die Männlichkeit auch appelliert, die ihm fehlt, unter anderem. Und wie soll ich sagen, ich werde mir jetzt jeden Kommentar sparen, aber ich fand es ehrlich gesagt nicht so richtig angemessen. Und ich glaube auch, dass was da streckenweise auch geschrieben wurde, auch teilweise im Doppelpass gesagt wurde am Sonntag, das war mir jetzt dann doch ein bisschen over the top. Warum kann man sich nicht einfach von Thomas Tuchel trennen, um ihn zu schützen, um den Verein zu schützen, um einfach mal ein gewisses Maß an Ruhe reinzukriegen? Ich finde, das, was jetzt passiert, ist irgendwie unwürdig für beide Seiten. Wie siehst du es? Weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das zu viel ist, weil ich meine, die Krise der Bayern ist ja im Moment, das hat ja fast schon ein historisches Ausmaß, ne? Und viele überlegen ja schon, wie sie jetzt in der neuen Saison zurückschlagen werden. Ich will jetzt gar nicht all das aufführen, was wir in der letzten und vorletzten Folge schon gemacht haben, dass wir gesagt haben, dass die Bayern so ein bisschen ihren alten Kompass verloren haben und dass es eben nicht mehr so einfach ist, ich wedel hier mit ein paar Geldscheinen, dann kommt Xabi Alonso und damit habe ich auch noch den größten Konkurrenten ein bisschen klein gemacht. Das funktioniert nicht mehr so, das haben wir alles gemacht. Aber Fakt ist, dass hier natürlich etwas passiert, was man einfach nicht kennt in der Fußballwelt. Also, dass Bayern München nach einer 2-0-Führung bei einem Aufsteiger verliert, das gab es noch nie. Mhm. Und dass es dann Heidenheim ist, die jetzt nicht mit spielerischer Finesse, die jetzt alleine aus der Hose gespielt hat, was ja auch nicht sein kann, sondern dass dann Basics auch schon reichen, um die Bayern so ins Schwimmen zu bringen, da darf dann Max Eberl, den wir ja hier auch 9 Jahre lang gelobt haben, hier haben wir ihn 2 oder 3 Jahre gelobt, dann haben wir ihn 2 Jahre kritisiert, dann darf er auch schon mal an diese Dinge appellieren. Denn klar ist, Bayern München war immer deshalb so gut, weil sie einen nie erlaschenden Siegeswillen hatten und sie haben einfach in schwierigen Spielen oder in Spielen, wo ganz Deutschland drauf geguckt hat oder wo es mal eng wurde, da haben sie ihre Bayern-Skills auf den Platz gebracht. Und selbst das passiert ja jetzt nicht mehr. Deshalb darf er nach einem Monat, herzlich willkommen in der Realität, darf er schon mal daran erinnern. Das ist das Erste. Das Zweite, du fragst gerade, alle sprechen darüber und ich finde, wir würden ja auch darüber sprechen, wenn wir jetzt im Doppelpass setzen würden und wenn ich heute da gesessen hätte, dann hätte ich dazu auch was gesagt. Die Frage, die du aufwirfst, ist eine richtige. Ist es nicht unwürdig, auch für Thomas Tuchel langsam, was er da, was er auch über sich ergehen lassen muss? Da sage ich, nein, es ist nicht unwürdig. A, hat er einen Vertrag. B, verdient er dafür gutes Geld. C, hat er sicherlich immer noch die Hoffnung, das Ding mit dem Sieg in der Champions League noch zu einem einigermaßen halbwegs vernünftigen Ende zu bringen. Und D, ist, glaube ich, Thomas Tuchel auch niemand, der von sich aus so schnell aufgibt.
Die Frage ist immer, wie mir irgendjemand sagen könnte oder sollte, du bist deine Sackgasse, hör besser auf, du machst deinen Ruf noch mehr kaputt. Mhm. Auf der anderen Seite, viel mehr kann man ihn ja in der Bundesliga und im Pokal nicht beschädigen. Champions League ist immer noch da. Die Bayern auf der anderen Seite, vielleicht glauben sie selbst nicht mehr ganz so daran, die Champions League zu gewinnen, obwohl ich das immer noch nicht für unmöglich halte. Wir haben drüber gesprochen, so stark sehe ich die Konkurrenz dieses Jahr nicht. Mit Liverpool und Leverkusen fehlen zwei der stärksten Mannschaften. Aber klar ist auch, dass die momentane Form besorgniserregend ist. Und für mich die große Diskrepanz ist, dass selbst wenn du mit Spielern sprichst und ob das glaubst oder nicht, also ich spreche jetzt nicht jedes Mal mit einem Bayern-Spieler, so eng sind meine Drähte nicht, aber man hat schon mal mit dem einen oder anderen auch in der Nationalmannschaft oder bei einem anderen Kontakt noch, selbst jetzt in dieser total verfahrenen Situation gibt es wenige Spieler, die aktiv schlecht über Thomas Tuchel reden. Das ist wirklich so. Okay. Es ist eher nur so, dass auch er mit seiner ganzen Körpersprache im Moment natürlich auch ein bisschen verloren fast wirkt. Und ich glaube, wie so suffisant, wie er guckt beim 2-2, der kann gar nicht fassen, was die für Fehler machen. Und ganz ehrlich gesagt, ich kann das auch nicht fassen. Hast du mal die Stellungsfehler in der Abwehr gesehen? Ja, brutal. Upamecano, ja, brutal. Das haben wir uns ja schon seit 2 Jahren, fragen wir uns ja, wie man darauf kommen kann, den als Weltklasseverteidiger immer zu bezeichnen, weil dafür macht er viel zu viele Fehler, auch wenn er sehr, sehr gute Anlagen hat. Und Kim, da muss ich dann meine Jungs aus Andernach zitieren, die sich die ganze Zeit schon fragen, wie, das soll der beste Verteidiger in der Serie A letztes Jahr gewesen sein in Neapel. Also bei den Großmeistern des Verteidigens, was der für Stellungsfehler macht, was der für Fehler macht, soll ich jetzt angreifen, soll ich mich zurückziehen, wann ist der richtige Moment rauszustechen? Das Raumverhältnis, die Abstimmung zwischen den beiden, das ist ja eine Katastrophe. Und das muss ich ehrlich sagen, haben wir letzte Woche schon besprochen, Mike, wenn ich gegen Dortmund spiele, gehe ich als Bayern-Spieler mit einer Körpersprache hin und will das Spiel gewinnen. Ich will mich doch nicht in Heidenheim blamieren, das ist doch scheißegal, wer draußen ist. Der Alte ist doch eh nächstes Jahr in 2 Monaten weg. Absolut. Also ja. Da stimmt etwas grundlegend im Mannschaftsgefüge nicht. So, und das ist ja, glaube ich, genau das Problem. Also hat Tuchel das etwas unterschätzt, dass die Mannschaft eigentlich vorher schon, also ich glaube, das kann ja nicht erst passiert sein, als Tuchel da angefangen hat, sondern es muss ja zu Nagelsmanns Zeiten schon eigentlich genau so gewesen sein. Jetzt könnte man ja sehr kühn behaupten, Nagelsmann ist an der Mannschaft gescheitert, Tuchel ist an der Mannschaft gescheitert, okay, und jetzt hat Max Eberl einfach erkannt, es ist die Mannschaft und die wird jetzt im Sommer so umgebaut, dass wir sie einfach hinterher nicht mehr erkennen werden. Da wird dann wahrscheinlich ein Upamecano keine große Rolle mehr spielen, dann wird dann vielleicht eventuell ein Goretzka keine große Rolle mehr spielen, dann wird dann eventuell Joshua Kimmich keine Rolle mehr spielen und wahrscheinlich auch einen Thomas Müller vielleicht nicht mehr. Also es ist, glaube ich, jetzt wirklich so, dass zumindest Max Eberl erkannt hat, und damit ist er wahrscheinlich bei den Bayern nicht alleine, dass all das, was unter Kahn und Salihamidžić begonnen hat, dass das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war und dass man noch lange brauchen wird, bis man das bereinigt hat. Frage, ist das jetzt an einem ähnlichen Punkt, wie es Barcelona getroffen hat, dass man sagt, so, okay, da funktioniert einiges nicht mehr. Also nicht nur, also gut, jetzt hatte Barcelona natürlich auch noch finanziell ein komplett Land unter, das darf man ja nicht vergessen. Und das war ja auch einer der Hauptgründe, warum da alles auseinandergeflogen ist. Nur, die Mannschaft selber war ja letztendlich auch keine mehr, auch über Alter teilweise, Umbruch nicht richtig funktioniert und. Also dann doch wieder so ein bisschen vergleichbar, weil die Mannschaft hat einfach nicht mehr zusammengepasst. Ist Bayern München an einem ähnlichen Punkt, mal abgesehen davon, dass es ihnen finanziell wahrscheinlich am allerbesten geht von allen Vereinen auf der Welt? Ich glaube, an so einem Punkt sind sie nicht. A, sprichst du die finanzielle Dimension an, die ja in Barcelona nochmal eine ganz andere ist. Aber der Unterschied ist, und wir können ja auch Manchester United zum Beispiel mit in das Ganze nehmen, die ja seit dem Weggang von Sir Alex seit 10 Jahren eigentlich auch vor sich hin taumeln. Ich glaube, in Spanien ist die Situation, dass du immer Real Madrid hast und dass du in den letzten 10 Jahren eben auch Atletico Madrid hast, die teilweise in diese Lücke rein sind, die Barcelona gemacht hat. In England ist mittlerweile der Stadtrivale City, Liverpool, Arsenal in diese Lücke rein und zwischenzeitlich Chelsea. In Deutschland ist es ja so, dass die Saison der Bayern, die wirklich nicht gut ist, wenn es nicht diese Überleverkusen ergeben würde, könnte die ja immer noch zur deutschen Meisterschaft reichen. Das heißt, ob die Bayern eine richtige strukturelle Krise kriegen, das hängt für mich vor allen Dingen davon ab, ob Leverkusen das Niveau halten kann und ob vielleicht Leipzig oder Dortmund in den nächsten Jahren auch noch ein bisschen ranstechen können. Das ist die Frage und damit der Unterschied ein bisschen zu Barcelona und Manchester. Ich glaube,
das Problem. Also die Bayern werden auf jeden Fall finanziell nächstes Jahr total zurückschlagen. Die werden versuchen mit einem neuen Trainer und vielen Stars eine neue Mannschaft. Da weiß man natürlich nicht, wie schnell findet sich die Mannschaft dann, wie turmhoch ist sie qualitativ, den anderen immer noch überlegen. Aber du hast einen Punkt gerade ganz richtig angesprochen. Es ist ja nicht nur der Fehler von Thomas Tuchel. Julian Nagelsmann wollte ja auch schon Veränderungen herbeiführen. Und selbst Hansi Flick, der 6 Titel gewonnen hat, wollte im zweiten Jahr Veränderungen machen. Und selbst Ancelotti wollte vor diesem Corona-Triple auch schon was verändern. Ich glaube, das Corona-Triple hat auch ein bisschen was überdeckt, was es vielleicht schon an Problemen gab. Die Bayern haben dieses Endturnier in Portugal verdient gewonnen, aber es war auch eine besondere Situation. Du hattest ja nur die Spiele, die einzeln waren. Die anderen Länder sind später nach Corona gestartet. Die hatten einen dichteren Spielkalender noch. Also es waren noch einige Umstände, die dabei waren. Und ich glaube, dass dieser Sieg, geholt mit der Achse Neuer, Boateng, Müller im Mittelfeld von Lewandowski, dass das ein bisschen was zugedeckt hat und dass es tatsächlich so ist, was ja heute Morgen noch die Kollegen so ein bisschen besprochen haben, dass Spieler, die damals dabei waren, wie Kimmich, wie Goretzka, aber vor allen Dingen noch wie Davies, dass die vielleicht ein bisschen überschätzt wurden in dem, wie stark sie wären. Alaba ist ja auch irgendwann dann nach Madrid verkauft worden und ich glaube, dass die Mannschaft nicht mehr ganz die Qualität hat, dass manche Spieler überschätzt sind. Dazu kommt ein gewisser Sättigungsgrad. Und das zusammen führt alles dazu, dass etwas geändert werden muss. Aber du musst doch als Verein eine Richtlinie vorgeben. Ja. Und die Bayern haben damals gedacht, na gut, der Nagelsmann kommt. Ja, Lewandowski ist jetzt ein bisschen überaltert. Der hat sich eh vielleicht nicht mehr so ganz gut verstanden, auch schon im Verein nicht mehr so gut. Dann verkaufen wir den mal, da kriegen wir noch ein bisschen Geld dafür. Dann versuchen wir es halt einfach mit keinem Mittelstürmer oder mit Sadio Mané, der überhaupt nicht dahin gepasst hat. Dann hat sich Nagelsmann da ein bisschen drin verrammt. Er hat sich auch im Umfeld ein bisschen verrammt. Die Bayern mochten es auch nicht, dass er mit einer Bild-Zeitungs-Reporterin zusammen ist. Das ist jetzt ein Jahr danach wieder vergessen, wenn ich Uli Hoeneß glauben darf. Dann kam Tuchel, anerkanntenmaßen ein Erfolgstrainer, der auf ganzer Linie jetzt bei den Bayern gescheitert ist, der aber auch Sachen angesprochen hat, mit denen er recht hat. Und die Frage wird sein, wie viel Kredit gibt man einem neuen Trainer? Sagt man dann als Bayern auch mal, okay, wir akzeptieren vielleicht nochmal eine Saison, wo das so läuft wie jetzt, aber wir bauen mal wieder eine neue Hierarchie auf. Und im Moment, das siehst du ja an der Personalie Alonso, sind die Bayern auch nicht so attraktiv, dass jeder überragende Trainer oder Spieler sagt, ich gehe jetzt wie selbstverständlich wieder dahin. Also die werden schon nächstes Jahr wieder eine Top-Mannschaft haben. Da braucht sich, glaube ich, kein Bayern-Fan Sorgen zu machen. Aber das hier hat schon was von strukturellem Problem. Man könnte ja auch ganz keck und kühn sagen, dass Thomas Tuchel auf jeden Fall weiß, was die Uhr geschlagen hat, oder? Jetzt hat er mich wieder. Zack, und schon sind wir drin bei Mido, unserem Partner heute. Fantastisch, ich weiß gar nicht, hat irgendein Bayern-Spieler eine Mido-Uhr? Müsste ja sein, Schweizer Uhrenmarke, ziemlich bekannt. Automatikgetriebe, wollte ich gerade schon sagen. Eine Automatikuhr, wunderschön, ich liebe Automatikuhren. Wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Zertifiziert auch noch. Chronometer für besondere Präzision, super Preis-Leistungs-Verhältnis, müsste eigentlich vielleicht auch... Ich glaube, wenn du weißt, dass man mit dieser Uhr natürlich bis zu einem Druck von 60 Bar, also das sind 600 Meter, sogar praktisch, dass die Uhr noch funktionieren würde. Brauchst ne? bei dir ja dass auch. Du sie auch mal 3 Tage weglegen kannst. Da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Bayern-Spieler nach der Saison, wenn er vielleicht noch nicht mal für die EM nominiert ist, am liebsten im wahrsten Sinne des Wortes... untertauchen würde gerne. Oder bei der nächsten Frage von Patrick Wasserzieher, ja, muss er mindestens auch bis 600 Meter runter, muss es aushalten. Patrick Wasserzieher hätte sicher gesagt, ich frage Sie jetzt ganz einfach mal, warum haben Sie so eine schöne Uhr? Ja, richtig, und dann wird er sagen, was für eine blöde Frage, es ist eine Mido. Ganz genau, herrlich. Also guck doch einfach mal auf der Homepage von Mido und such dich was Schönes aus. Es ist ein wirklich, wirklich toll. Ich war neulich drauf, da gab es so eine sehr schicke schwarze. Also wirklich toll. Also ich habe gehört, Mido war begeistert, wie wir das letzte Mal eingebaut haben. Ich habe gesagt, ich würde dann mit dem schönen Mike aus dem hessischen Westerwald mit der Leona und der Betze fahren mal vorbeikommen und dann gucken wir uns das vielleicht mal an. Grüße. Liebe Grüße, liebes Mido-Team an dieser Stelle. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter, schreiten wir weiter voran. Wir haben, glaube ich, die Bayern abgefrühstückt und Heidenheim und können uns... Eine Frage, nur eins noch vielleicht als Ausblick. Traust du den Bayern zu, bei Arsenal am Dienstag ein Statement zu setzen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also
dafür ist Arsenal leider im Moment gerade einfach viel zu stark. Also wir haben uns ja heute so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe den einen Fehler gemacht. Ich habe mir Manchester United gegen Liverpool angeguckt, dieses Spiel. Mit dieser brutalen Geschwindigkeit und mit dieser Wahnsinnspräzision und ein Wahnsinnsspiel und schalte dann um und dann kommt der Bruch. Wolfsburg gegen Mönchengladbach. Und dann wird, also wenn du das machst, also einfach wirklich mal so rumswitcht, mach das mal da draußen, liebe Leute, dann möchtest du nie wieder Bundesliga sehen. Weil auf der anderen Seite, lieber Mike, man muss auch sagen, es gibt auch Spiele in der Premier League und ich liebe die Premier League, weil beide Mannschaften echt immer mit enormem Tempo spielen. Aber wenn du Luton Town gegen Sheffield siehst, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt okay, fair. Vom anderen ja. Stern, also Manchester United gegen Liverpool, da ist ja schon eine Menge Kohle da, aber ich gebe dir recht, das war ein fantastisches Fußballspiel und was mich ein bisschen geärgert hat, wir kommen jetzt gerade ein bisschen weg von Arsenal. Ja, ich beantworte okay. Also zur Pause musste Liverpool ja 5-0 führen, ja. Was die Chancen verballert ja. haben und wie sich dann ein Fußballspiel drehen kann, das ist wirklich absurd. Das war grotesk heute absolut, Mittag. Ne? Absolut grotesk, aber trotzdem, in weißt du, ich habe gefühlt, in England fällt einfach niemand hin. In England werden keine taktischen Fouls gemacht und dann mit einer gelben Karte bestraft, sondern da spielst du einfach, also da spielt man gegeneinander und du brauchst diese taktischen Fouls überhaupt gar nicht. Da wälzt sich nicht alle zwei Minuten ein Wolfsburger irgendwie, als ob er Blut überströmt, mit gebrochenen Knochen da liegt, irgendwie wälzt sich niemand, sondern geht's halt weiter. Wirklich räudig alles. Also wirklich, wenn man das... Also, aber du hast natürlich recht, um auf Arsenal nochmal zu kommen, die haben 3-0 in Brighton gewonnen. Ja. Brighton ist schon gehobene Mittelklasse ja. in England. Also Arsenal ist gut drauf. Ich glaube nicht mehr, dass diese Arsenal-Mannschaft irgendetwas damit zu tun hat mit den Mannschaften, die für die Bayern mal so vor 10, 11 Jahren immer so ein Stück weit Fallobst waren. Also Arteta hat da richtig gute Arbeit geleistet. Ich habe nach der Auslosung gesagt 50-50, dabei bleibe ich, weil ich immer noch dieser Bayern-Mannschaft von der Qualität her zutraue, in großen Momenten nochmal zu liefern. Aber ich glaube, der Respekt bei den Gegnern ist auch nicht mehr so groß, weil die kriegen das ja auch mit, wie die haben in Heidenheim verloren. Also es ist natürlich nicht mehr die Bayern-Mannschaft, die Kraft ihres Namens und ihres Auftretens direkt in Europa schon Angst und Schrecken verbreitet hat. Also von daher auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Also Arsenal ist also, ich würde eher sagen, das ist dann vielleicht eher vergleichbar mit dem Spiel SG Walmrot gegen SG Elling zum Beispiel. Also vielleicht, wer es kennt. Das ist ja Wahnsinn, wie der heute alles ausbaut. Oder? Also nur als kleiner Hintergrund, ich war gestern mit meinen alten Jungs von der SG Ellingen, das liegt in der Nähe Rengsdorf, ganz grob in der Nähe von Montabaur, kennt der ein oder andere von der ICE-Strecke, mit meinen alten Jungs, wo die haben früher sogar mal Oberliga Südwest gespielt. Ich habe Verbandsliga Rheinland da gespielt, das war damals die vierte Liga, das war eine tolle Adresse. Kleiner Dorfverein, Rheinland-Pokalsieger, Oberliga Südwest gespielt. Und das sind Anhänger unseres Podcasts, lieber Mike. Boah, liebe Grüße. Und liebe Grüße. Die Realität sieht so aus, dass sie in der Bezirksliga Ost jetzt auf einem Abstiegsplatz sind. Und A-Klasse, das wäre also ein Tiefpunkt. Ja, der tiefste Tiefpunkt hätte dann damals Waldemar Hartmann mit Rudi Völler besprochen. Ne? Und ich habe gesagt, wir müssen da was machen. Und da du ja auch. Erklär das mal, du bist ja hessischer Westerwälder. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Du fährst also quasi irgendwie einmal Altenkirchen rüber und fährst dann auf die hessische Seite. In Siegen geboren, wie das passieren konnte, ich glaube, weil es schnell gehen musste und in Siegen das nächst größere Krankenhaus war. In Dillenburg gab es eins, aber irgendwie hat man denen das nicht zugetraut, mich auf die Welt zu bringen, kann ich gut verstehen. Also, aber ansonsten bin ich in Dillenburg aufgewachsen. Und dann bin ich quasi einmal über den Westerwald rüber gehoppelt, rüber nach Altenkirchen, rüber dann eben auch nach Ellingen und habe mir da die Spiele angeguckt, habe dich auch gesehen, habe immer gedacht, boah, geil. Also ich als Feuerwehr des SC Baden-Baden, da habe ich ja damals gespielt, würde einmal gerne Thomas Wagner sein. Dass es dem Verein jetzt gerade so dreckig geht, das können wir so nicht stehen lassen. Da müssen wir. Mike, aber ich muss natürlich eins sagen. Also eins war ganz klar. Ja. Ich bin ja relativ groß, aber ich habe mich als Abwehrspieler natürlich dann immer versucht, so ein bisschen im Zweikampf fast ein bisschen klein zu machen. Das war dann so die Wagner-Grätsche. Also ich stand nicht für das Filigran, aber für das, was die Leute da gemocht haben. Einsatz und alles. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Ich habe gestern gesagt, wir machen das einfach mal. Also es gibt noch das Heimspiel am 14.04. gegen Westerburg und am 28.04. gegen Mönchengladbach und da müssen alle zwischendurch das Auswärtsspiel in Walmerod, die das hier hören, die im Dunstkreis von 50 Kilometer rund um Straßenhaus wohnen, die müssen dahin, schwarz
Also schwarz-weiß sind praktisch so ein bisschen die Vereinsfarben in der im Vereinswappen. Aber auch das ist nicht wichtig. Es geht nur um eins. Die SGE, damit meine ich nicht die Eintracht aus Frankfurt, sondern die aus Ellingen, muss in der Bezirksliga bleiben. Danke, Mike, dass ich das hier loswerde. Sehr, sehr gerne. Bist du auch da? Ich werde auf jeden Fall, einmal werde ich auf jeden Fall auch vorbeifahren und Autogramme schreiben. Nein. So, bitte. Also, wenn ihr einmal den Gazier aus der Vulkanapfel live erleben wollt, dann müsst ihr einfach nicht dahin fahren. Ich weiß ja nicht selber, das kann ich nicht versprechen, aber ich werde alles versuchen, dahin zu gehen. Spielbeginn ist übrigens um 15 Uhr, nicht 15:30 Uhr, liebe Bundesliga-Freunde. In Ellingen gehen die Uhren, ach schade, wir haben schon Uhrenwerbung gemacht, sonst hätte ich die nächste Brücke schon wieder. Das können wir beim nächsten Mal verbinden. Ja, genau. So, jetzt glaube ich, wird aber Zeit, dass wir mal Bayer Leverkusen dann auch offiziell dazu gratulieren, dass sie am Sonntag im eigenen Stadion, und das ist ja eigentlich das Schönste immer, dass sie am Sonntag schon Meister werden. Das ist ja unfassbar. Ja, es ist unfassbar. Und wer hätte gedacht, dass sie dann vor allen Dingen schon mit einem solchen Abstand, das ist, wann hat es das letzte Mal gegeben? Dann müsste ich dich jetzt mal bemühen als das wandelnde Fußball-Lexikon. Wann hat es das jemals das überhaupt schon mal gegeben? 16 Punkte Vorsprung. Aktuell. Ja, die Bayern hatten mal, die Bayern waren mal, glaube ich, tatsächlich an Ostern schon Meister. Also das war auch, das war schon richtig krass. Aber was hierbei ja so krass ist, ist, dass es die längste Serie ist von Saisonbeginn an, dass noch keine Niederlage da ist. Es könnte ja immer noch historisch werden, dass du gar keine, also in allen drei Wettbewerben kein Spiel verlierst. Man hat jetzt noch 6 Bundesligaspiele, einen Pokal und maximal 5 europäische Spiele. Wobei ich mal gespannt bin, wenn du dann Meister bist, ob dann nicht in der Bundesliga schon auch mal die Spannung, das wäre ganz normal, ein bisschen nachlässt. Aber was ich dir sagen kann, am letzten Wochenende hatten sie die zweitbeste zum jetzigen Zeitpunkt einer Saison erzielte Punktzahl, die es jemals gab. Die Bayern waren einmal unter Pep Guardiola in der Bundesliga noch besser. Wow. Boah. So, bitteschön. Ja. Also. Und wenn man jetzt sieht, ich glaube, also das darf man ja auch sagen, ich bin, das habe ich ja auch schon mal gesagt, nicht alles, was Pep Guardiola macht, gefällt mir. Und er hatte natürlich auch immer Wahnsinnsmannschaften zur Verfügung. Aber er hat natürlich den Fußball schon auf eine andere Stufe gehoben. Vor allen Dingen war das ja sehr mit diesen Dreiecken bilden immer. Aber das Spektakel, was Leverkusen im Moment spielt, das muss man schon sagen, ich kann mich jetzt eigentlich selten erinnern. Ich war begeistert damals von Jürgen Klopps wilden Dortmundern, ne? Und ich war natürlich in den 80er Jahren begeistert von meinem HSV, wie souverän die gespielt haben. Und es gab auch große Mannschaften von Gladbach in den 70ern. Und das Weiße Ballett war auch mal da. Und das Kampfstarke, wie Lautern Spiele gebogen hat. Aber diese Eleganz, mit der Leverkusen durch diese Saison fegt, das darf man schon mal sagen, da können wir, kann ich meinen Kapperl schon lüften auch dann. Aber man kann auch sehen, finde ich, dass es so langsam, aber sicher auch an die Kräfte geht hinten raus, oder? Also ich glaube, insgesamt haben sie schon ganz schön Körner gelassen. Die Spiele sind nicht mehr so ganz so klar. Also ich glaube, da ist auch jeder froh, wenn die Meisterschaft dann irgendwie auch schon durch ist. Ja, aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wenn du dir mal eine Schwächephase nimmst, und auch da bin ich vollkommen bei dir, ich bin heute erschreckend oft bei dir, dass sie in der Rückrunde nicht mehr so diese absolute Brillanz in jedem Spiel zeigen, wo sie turmhoch überlegen waren, denn aber dann trotzdem immer noch kein Spiel verlierst. Das spricht ja eigentlich erstmal für eine ganz besondere Klasse. Jetzt haben sie Bremen dann zu Hause, dann fahren sie nach Dortmund, da bin ich gespannt. Pokalfinale gegen deine Lautra dürfte, glaube ich, am Ende dann auch eher eine klare Sache werden. Jetzt in der Europa League West Ham. Also ich könnte mir vorstellen, es dauert noch ein bisschen, bis sie verlieren. Es ist jedenfalls, ja, sie machen es dann wahrscheinlich am Sonntag vor heimischem Publikum zu. Und im eigenen Stadion zu feiern ist ja eh immer das Schönste, muss man sagen. Definitiv. Also, aber wir dürfen auf jeden Fall schon mal sagen, herzlich willkommen in der Champions League. So viel können wir, glaube ich, wirklich schon mal sagen. Ich glaube, das ist sogar fast schon. Das müsste wasserdicht sein, wenn du auf Leipzig guckst mit 53 Punkten. Als 53 Punkte. Wir haben jetzt noch 6 Spiele, also wir haben jetzt 18 Spiele noch zu gehen. Und wir haben ja auch immer wieder betont, es könnte ja sogar sein, dass der 5. sich qualifiziert. Also Leverkusen hat jetzt vor Dortmund auf der 5 23 Punkte Vorsprung. Ist absurd. Ist absurd. Wir haben noch 6 Spiele, nee, also 24 könnte Dortmund ja noch holen, wenn Leverkusen keinen holt und Leipzig und Dortmund alles gewinnen und die spielen, glaube ich, auch nicht mehr gegeneinander, dann spielen die noch gegeneinander, weiß ich nicht. Also dann könnte es theoretisch sogar noch passieren, aber das ist ja jetzt Käse über das, was wir reden. Also Leverkusen wird Meister und bin mal gespannt, was sie jetzt so an Verpflichtungen noch tätigen, um dann auch so ein bisschen die Spannung im Kader hochzuhalten, wer eventuell noch geht. Angeblich ist ja Tah so ein bisschen in der Verlosung, aber der Rest ist da. Könnte mir vorstellen, dass Leverkusen mit diesem Kern
Mal gespannt, wie lange Alonso bleibt, weil da spekuliert man ja auch eventuell Ende der nächsten Saison dann bei Real. Könnte mir vorstellen, dass die 2-3 Jahre in der Kombination schon ein paar Erfolge feiern können, die Leverkusen. Hältst du es in irgendeiner Form für möglich, dass Bayern München sogar eventuell die Champions League nicht mehr erreicht oder knapp nicht mehr erreicht? Ach so, weil Max Eberl ja auch gesagt hat, wir müssen erstmal Platz 2 absichern. Ne? Absolut. Ich gebe tatsächlich zu, dass ich gestern auch mal geguckt habe, wie weit sind denn die überhaupt entfernt von Platz 5. Nicht so weit. Aber das sind ja immer noch 7 Punkte Vorsprung. Ja. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, da kommen wir gleich auch noch zum Lazarus aus Müngersdorf. Das ist ja das nächste Spiel für die Bayern. Also sagen wir mal, sollten sie das nicht gewinnen, dann glaube ich, müssen sie nochmal gucken. Aber also wenn ich jetzt Geld hätte, dann würde ich viel darauf wetten, dass die Bayern zumindest dieses Minimalziel schon erreichen. Wer schöne Mido-Uhren trägt, der hat Geld. Also der ja, heißt klar, natürlich. Ja, aber ich frage es natürlich deshalb so ein bisschen ketzerisch, weil der VfB Stuttgart wahnsinnig gespielt hat gegen Borussia Dortmund, beziehungsweise Borussia Dortmund. Und vor allen Dingen das mit dem Abwehrproblem, ne, die hatten. Also ich und Guirassy ist für mich ich muss es jetzt einmal sagen, der hat ja in Köln gespielt und war da tatsächlich wirklich irgendwie der Chancentod. Und wir waren alle froh, als er dann irgendwie das weiße Ballett verlassen hat und Richtung Frankreich wieder zurückgegangen ist. Und jetzt hätten wir ihn ganz gerne wieder. Was da passiert ist, keine Ahnung. Der ist irgendwie in den Zaubertrank gefallen. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwie in Ellingen wahrscheinlich. Irgendwo gab es da so einen großen Pott, wo der reingefallen ist, genauso wie du. Was ist da passiert, dass das Guirassy derart knipst? Und das hört gar nicht auf. Dann war er kurz verletzt, aber dann knipst er einfach weiter. Dortmund taumelt, hast du so schön gesagt. Hast du gesagt, bei Dortmund taumelt durch die Liga oder war es, nee, es war Gladbach, hast du gesagt. Ja, das habe ich mal gesagt, und die Bayern taumeln durch die Liga. Ich fand das Spiel, es war gestern ein gutes Topspiel, fand ich Stuttgart, also ja. Ich sag gestern, weil wir ja am Sonntagabend spät aufzeichnen. Es war ein gutes Topspiel, gutes Niveau. Dortmund gegen Stuttgart ist eigentlich immer so eine Paarung, da weißt du eigentlich immer schon, es gibt ja so ein paar Spiele, da weißt du immer, dass es auf jeden Fall knallt, dass es Tore gibt, dass es Offensivaktionen gibt. Gab ja mal so ein irres 4-4 damals in der Dortmunder Meistersaison. Dortmund hat es gestern ganz ordentlich gemacht, hat die Bude nicht getroffen, aber Stuttgart mit dieser umformierten Abwehrreihe, die hatten ja wirklich große Abwehrsorgen. Das zeigt mittlerweile auch das Selbstvertrauen, also die fahren dahin. Das war für Stuttgart die Reifeprüfung. Das sind 6 Spiele, 7 Punkte vor. Also würde man sagen, der VfB kann sich auf der großen europäischen Landkarte umgucken. Und auch das ein Entwicklungsschritt. Sebastian Hoeneß, der ja schon in Hoffenheim ganz gute Ansätze gezeigt hat, damals aber den Abwärtstrend nicht stoppen konnte. Er hat jetzt viele Phasen auch in der Saison. Er hatte mal 2 Niederlagen am Stück, in der Vorrunde und auch in der Rückrunde. Jetzt ging es um seine Vertragsverlängerung. Letzte Woche die unnötigen Punktverluste gegen Heidenheim. Viele Spekulationen um die Spieler. Ärger drumherum mit Porsche, Aufsichtsrat und Vogt und was weiß ich nicht alles. Also die lassen sich nicht von der Spur abbringen. Das ist ein gutes Zeichen für den VfB. Und die haben jetzt echt viele junge, gute Spieler. Bin mal gespannt, wie die Mannschaft da nächstes Jahr aussieht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob die so zusammenbleibt wie Leverkusen. Aber das darf jetzt jeder VfB-Fan auch mal genießen. Das ist eine Saison für die Geschichtsbücher. Das muss man auch ganz klar sagen. Definitiv. Wie sieht es denn... So, pass auf, jetzt sage ich mal was, weil die Leute uns ja nicht sehen. Ja. Also, wenn man das sehen könnte. Ich sitze hier so... Ja, im Jogger und so ein weißes, ausgebleichtes T-Shirt. Aber wenn ihr das sehen könntet, ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das Seide, was du da anhast oder sowas? Das Seide. Ganz in weiß. Ich kann das wirklich sagen. Ja. Es ist das weiße Ballett der Podcaster. Ja, absolut. Das Real Madrid des Westens. Definitiv. Oder in dem Falle jetzt, du sitzt ja in Dänemark, des Nordens. Ganz ehrlich, erzähl mir was von der Auferstehung des ersten FC Köln. Also ich habe, safe, liebe Grüße, lieber Andi, eine WhatsApp bekommen nach dem Spiel von meinem Co-Geschäftsführer bei Good Run, bei unserer Agentur. Den ich ja auch kenne, ne? Guter Junge. Den du auch kennst, genau. Der schrieb einfach nur, ich bin fertig. Wir haben doch vom Technikchef auch was bekommen, ne? Der gestern geschrieben hat, das war das Geilste, was er seit Jahren erlebt hat in der Kneipe. Und dann der Nachsatz, also im Fußball natürlich. Genau.
Nein, das war wirklich, ich wollte es fast vorspielen, das war so schön. Und ich habe auch Tränen gesehen überall. Ich habe irgendwie, also was war das für ein Spiel? Das war ein Spiel, wo du einfach jetzt, das war ein 9-Punkte-Spiel, das war kein 6-Punkte-Spiel, das war ein 9-Punkte-Spiel. Es war ein mittelmäßiges Spiel, also ich habe es ja nur... Nein, Einspruch. Es war ein grottenschlechtes Fußballspiel von beiden Mannschaften. Ja, okay, gut. Gut, also ich fand's mittelmäßig, aber gut, dann war es grottenschlecht. Ich weiß nicht, ob du da warst, aber es war wirklich geprägt von vielen Abspielfehlern. Es war geprägt von Mittelmäßigkeit und es war einfach auch vor allen Dingen geprägt von Angst. Und das ist das, was eigentlich schade war. Das ist das, wo auch beide Mannschaften, glaube ich, im Moment überhaupt nicht rauskommen. Dass denen einfach der Stift geht. Bochum hat eine Serie hingelegt, wo Thomas Lecce jetzt einfach gucken muss, ob er noch morgen noch Trainer ist oder ob Stefan Kunz übernimmt. Da munkelt man ja. Ich hoffe nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass der 1. FC Köln einfach auch eine Mannschaft hat, die sehr verunsichert ist und die ja natürlich auch total Angst hat, wirklich glatt auch abzusteigen. Und ich glaube, davon war zumindest mal die erste Halbzeit total geprägt. Dass dann ausgerechnet hinten raus Tigges trifft, der noch nie irgendwas getroffen hat, und Luca Waldschmidt, der sich einfach das Bein durchgesenzt hat im Training vor 10 Wochen oder 11 Wochen. Das ist schon Wahnsinn und innerhalb von kurzer Zeit das Spiel gedreht. Ich meine, Müngersdorf hat ja nicht mehr getanzt, es hat gebebt. Dieses UFO der 4 Türme ist einfach hochgeflogen und in eine andere Galaxie abgetaucht. Und das war schön zu sehen. Also ich fand's geil. Ich habe es einfach genossen. Ich habe auch weinende große Männer gesehen bei Sky in der Übertragung. Das ist schön einfach. Das ist für mich wirklich auch Fußball. Wir haben vorhin von Fußballromantik gesprochen am Anfang dieser Folge. Da ging es aber um Heidenheim. Und jetzt ist es eben so, dass ich denke, das war schon sehr viel Romantik. Aber es ist trotzdem eine Situation, die brutal ist. Ich weiß jetzt nicht, wem der Sieg geholfen hat. Mit Sicherheit ist das bei dem 1. FC Köln und Dortmund nicht. Bochum nicht, Entschuldigung. Aber es ist auch eine Situation unten am Tabellenende, die völlig kurios ist und die auch Wahnsinn ist, weil wenn du dir einfach mal dann Mainz anguckst und ich gebe gleich rüber zu dir, die ihre Hausaufgaben auch gemacht haben. Darmstadt, glaube ich, da wissen wir nun irgendwie alle, dass die weg sind. Nur wie das am Ende ausgeht, da sind ja noch so viele in der Verlosung mit drin. Wolfsburg hat heute verloren, Bochum mit 26 Punkten, Wolfsburg mit 28 Punkten. Boah, das ist nach wie vor, ist das irre. Ich glaube, du fängst gleich auch an zu heulen. Ja, ja, also, ich fange auch gleich an zu heulen. Ich wollte dich jetzt einfach mal weiterreden lassen. Also ich glaube, es gab ja heute auch das ein oder andere auf den sozialen Netzwerken solche Bildchen. Also um 17.18 Uhr mit einer Niederlage war der FC neben Darmstadt sicherlich eigentlich der zweite Absteiger. Also ich glaube, das hätte man in dem Falle dann sagen können. Ich komme gleich auch noch zu Bochum. Ich habe es deshalb eben gesagt, weil es war nach vorne von beiden Mannschaften erschreckend wenig. Also ich habe einen Fan, der ist wirklich Hardcore-FC-Fan. Der ist Allesfahrer, ist ein Freund von mir. Und der war nach dem Spiel fast sogar noch sauer, weil er meinte, so kann man doch kein Fußball spielen in so einem Spiel. Was ist denn mit Kainz los? Was ist mit Ljubicic los? Kein Mut, keine Ideen nach vorne, gar nichts. Das Herz nicht in die Hand genommen. Bochum hat auch nichts mehr gemacht. Die haben einmal aufs Tor geschossen, dann haben die sich hinten reingestellt. Also dazu zum mittelmäßigen Niveau, da musst du jetzt noch glücksbesoffen sein. Aber was natürlich wahr ist, ist schon, dass so ein Sieg natürlich schon Glaube zurück einfach bringt, weil du hast so ein Spiel gebogen in der Nachspielzeit und das macht ja was mit dir. Jetzt könnte man natürlich sagen, das haben wir heute auch unten der FC-Fans, soll es ja auch noch geben, die haben gesagt, erinnere dich an die WM 2018, als Toni Kroos in der letzten Sekunde gegen Schweden das Tor gemacht hat, da haben alle gesagt, das war jetzt die Initialzündung zum Titel und im nächsten Spiel sind wir gegen Südkorea rausgeflogen. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Sieg alleine alle Probleme behebt. Du hast es richtig gesagt, Darmstadt ist abgestiegen, Mainz nimmt jetzt die Fahrt auf, die wir ja die ganze Zeit schon empfinden. Ich glaube, dass Mainz sogar fast im Moment der Kandidat für die direkte Rettung ist. Und im Moment würde ich fast sagen, geht es eher zwischen dem FC und Bochum um die Relegation. Ja. Köln wird wahrscheinlich in 2 Wochen das Spiel gegen Darmstadt gewinnen. Da sollte Bochum dann in der Zwischenzeit auch punkten. Die haben jetzt, glaube ich, das Spiel gegen Heidenheim vor der Brust. aber der Glaube ist da, gar keine Frage. Aber es ist jetzt sicherlich auch kein Selbstgänger, trotz dieser Eruption der Gefühle, dass du jetzt sagst, okay, jetzt marschieren wir durch. Du spielst jetzt bei den Bayern.
in der Verfassung der Bayern, musst du wahrscheinlich im Moment sogar sagen, ist fast was drin, kannst aber trotzdem nicht davon ausgehen. Und der Druck bei den Heimspielen bleibt natürlich. Auch dann, sie haben ja alle gerechnet, wir gewinnen 4 Heimspiele. Das erste haben sie jetzt gewonnen, Darmstadt das zweite und dann hast du noch Union und Freiburg. Es hat vor allen Dingen, und da hast du vollkommen recht, den VfL Bochum in höchste Probleme gestürzt. Thomas Letsch, den ich für einen exzellenten Trainer halte, den wir auch noch gelobt haben. Und wir sprechen ja schon seit Wochen darüber. Nach dem Sieg der Bayern ist irgendwas passiert. Vielleicht hat sich in dieser Mannschaft, die immer ans Limit gehen muss, erstmal sowas, so ein bisschen sowas wie Selbstzufriedenheit breit gemacht. Und das kann sich Bochum nicht leisten. Ich fände es auch schade, wenn Thomas Letsch jetzt entlassen wird und Stefan Kunz kommt. Aber die Bochumer Verantwortlichen müssen natürlich sich fragen, ganz tief, haben wir noch einen, der 2 Siege holt? Weil mit der Punktzahl wirst du absteigen. Und im Moment ist der Negativsog, spricht ganz klar gegen den VfL Bochum leider. Und da kann auch niemand so richtig erklären, warum das eigentlich so ist, weil das ist richtig gesagt, das ist irgendwie der Sieg gegen die Bayern war eigentlich grandios. Danach hättest du. Aber ich glaube, dass das einer der Gründe ist. Ja. Ich habe sie danach, die Woche danach in Gladbach gesehen, beim 2-5, da war eine gewisse Sorglosigkeit. Du hast die Bayern geschlagen, du hattest vermeintlich so viel Vorsprung. Wenn du hier als VfL Bochum 10% nachlässt in der Birne, dann kriegst du irgendwann Probleme, wieder in den Pfad zurückzukommen. Dann haben sie alle gedacht, naja, wir gewinnen das Spiel gegen Darmstadt zu Hause. Da waren sie 2-0 vorne letzte Woche und 2-2. Und spätestens seitdem ist die Verunsicherung ja greifbar. Und gestern das Spiel, wie hat Patrick Fabian gesagt, der Sportchef, der ja auch schon einiges erlebt hat, alter Fahrensmann im positiven Worte, Bochumer Bundesligaspieler auch, das ist ein Ding, das ist keine normale Niederlage. Die tut so weh. Und ich glaube, deshalb haben sie sich jetzt auch immer 2 Tage genommen, um was zu entscheiden. Ich befürchte, dass es nicht gut aussieht für Thomas Letsch, der trotzdem für sein Wirken in Bochum von mir die Note 1 bekommt. Gut, jetzt für die letzten Wochen dann vielleicht eine 1-. Okay, gut. Aber das heißt, auf den Punkt gebracht, du siehst nicht unbedingt, dass Thomas Letsch eine Zukunft in Bochum hat. Weiß ich nicht. Nur wenn jetzt schon gehandelt wird, dass Stefan Kunz eventuell kommt und ein paar Stimmen, gestern das von Patrick Fabian hörte sich auch an, wir müssen das alles mal sitzen lassen. Also ich würde zumindest vermuten, dass selbst wenn Thomas Letsch bleibt, dass er das Spiel dann nächste Woche gegen Heidenheim gewinnen muss. Wenn er das nicht gewinnt, dass es dann spätestens zu spät ist. Ich fände es aber schade, weil ich sage, er hat hervorragende Arbeit geleistet. Ganz ruhiger, unaufgeregter Typ. Leider spricht die Tendenz gerade nicht für ihn. Und da siehst du, wie grausam auch Fußball sein kann. Ja. Denn das habe ich ja auch gesagt, Bochum hat jetzt gestern noch nicht wahnsinnig viel fürs Spiel gemacht. Aber so eine Niederlage hatten sie natürlich auch nicht verdient. Und hättest du gestern einen Punkt mitgenommen aus Bochumer Sicht, dann wäre ja eigentlich alles noch in Ordnung gewesen. Ne? Also da siehst du schon auch mal Spielglück, Minutenglück, das haben wir hier alle schon besprochen. Das spielt auch schon eine große Rolle im Fußball. Also ich sag mal so, wenn wir noch 10 Punkte holen als das Weiße Blatt und Werder Bremen keinen mehr, dann oder auch Borussia Mönchengladbach oder der VfL Wolfsburg, dann sind ja noch andere noch mit in der Verlose. Klar, ich habe ja, du kennst meine Rechnung noch, ich habe gesagt, du brauchst 31 oder 32 Punkte zur direkten Rettung. Ja. Ich würde dabei bleiben, glaube, dass die Mannschaften wie Gladbach und Bremen noch einen Punkt brauchen. Davon gehe ich aber schon auch aus, dass sie die holen. Und ich glaube, dass du damit sogar direkt in der Liga bleibst. Okay, gut. Das heißt also, wir werden noch ein bisschen abwarten müssen, auch was Mainz macht. Sie haben gefühlt das schwerere Restprogramm. Ja, weiß ich gar nicht. Findest du? Ja, finde ich schon. Wobei Mainz spielt jetzt zu Hause gegen Hoffenheim, das ist okay. Ja. Mainz hat das direkte Duell gegen Köln noch zu Hause. Ja. Also ich finde das Mainzer Restprogramm jetzt nicht schwerer als das der Kölner. Ja gut, wir haben Bayern vor der Brust, aber die Mainzer schlagen wir ja. Insofern haben wir einen relativ... Ja, okay, gut. Das ist natürlich... Ja. Okay, jetzt ist es dann endgültig wieder angekommen mit dem Rheinwasser oben. Ja. Mike Kleiss Nirvana im Irrsinnsdelirium. Aber okay, das sei dir heute erlaubt. Das ist schön. Jetzt strahlt gerade auch wieder weiß da aus Dänemark. Das ist sehr schön. Das ist, lass uns doch auch noch weiter strahlen einfach. Gerne auch mal in die zweite Liga. Lass uns noch mal kurz einen Blick in die zweite Liga werfen. Genau. Da hast du ja gestrahlt, ne? Also dieses Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern hätte der HSV eigentlich locker mindestens 5-6-1 gewinnen müssen, hat es aber nur 2-1 gewonnen. Naja, weiß ich gar nicht so. Also wir hatten 2 Pfostentreffer, das stimmt, aber Lautern hatte ja auch diese riesen Doppelchance vor dem 2-1. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, das war jetzt ein total souveräner Sieg, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so langsam ein paar Ideen von Baumgart greifen. Königsdorfer wird zum Beispiel besser. Gestern hat natürlich auch nur der Sieg gezählt. Hannover hat heute was liegen lassen. Schalke übrigens überraschend gut heute gespielt, auswärts, weil das war ja das große Problem. Die hätten eigentlich einen Sieg verdient gehabt.
Düsseldorf hat eine unfassbare Effizienz. Ich glaube, die erste halbe Stunde war Braunschweig eigentlich gefühlt heute besser. Ja, total. Dann schieße ich das erste Mal aufs Tor. Aber 60 Tore sind natürlich auch eine Qualität, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und Kiel, da habe ich eigentlich so ein bisschen gehofft, dass die gegen Nürnberg straucheln. Die frühe rote Karte gegen Humbo hat sie da selber aus dem Spiel genommen. Kiel hat allerdings auch noch die Aufgaben gegen den in Hamburg, gegen Düsseldorf. Spielen nächste Woche zum Beispiel gegen Osnabrück, die sich auch noch nicht aufgegeben haben. Schon klasse, wie die auch noch sich dagegen stemmen. Und ich habe dir gesagt letzte Woche, wenn wir es schaffen, 19 Punkte zu holen, dann steigen wir auf. Also noch 16. Ach, das ist ja locker. Also 19, 16 Punkte. Ja, ja. 16 heißt 5 Siege, ein Unentschieden. Ja, ja, mir schon locker. Klar, ich kann rechnen. Wenn du HSV-Fan bist, ist gar nichts locker. Das kann ich dir auch mal sagen. Das ist das Schwerste, was man überhaupt irgendwie sich vorstellen kann. Aber du. Aber was sagst du denn zu deinen Betze, Jungs? Ich meine, Pokalfinale und vielleicht Relegation gleichzeitig. Puh. Ja, das ist die ganze, also diese ganze Pokalgeschichte, da enthalte ich mich demnächst einfach der Stimme, wenn ich gefragt werde, wie ich denn tippen würde. Ich habe, glaube ich, selten so ein schlechtes Fußballspiel gesehen wie Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Das war einfach wirklich, das war ja noch nie mal Kreisliga-Niveau. Also ich habe, aber ach, da haben sich auch alle angepasst. Ich habe auch gedacht, so, was macht Opoku denn da irgendwie? Der tänzelte da rum, vogelwild, der wusste nicht, wohin mit den Beinen. Es war alles grauenhaft, es war einfach schlimm anzusehen. Ich habe irgendwann habe ich gedacht, so, will ich das jetzt wirklich sehen, obwohl. Du weißt, wie es ist, obwohl der saarländische Adventskranz auch bei mir auf dem Schreibtisch lichterloh gebrannt hat. Die Maggi-Flaschen waren angezündet. Es war alles da. Es war auch meine FCK-Bettwäsche war wieder da. Die habe ich extra aufgezogen. Also, es war sowohl. Du hättest am liebsten einen Unentschieden nach 150 Minuten gehabt. Nach 390 Minuten. Aber es hat nichts geholfen. Aber hast du gesehen, was das Problem von Saarbrücken, glaube ich, so ein bisschen war? Die sind in jedes Spiel bisher als der absolute Underdog reingegangen, haben aus der Verfassung Unfassbares geleistet und haben dann Heimspiel gegen Kaiserslautern, die in der momentanen Form wahrscheinlich gar nicht so als Favorit auch mannschaftsintern oder für alle anderen gegolten haben. Du hast ein Heimspiel und es ist ein Schritt nach Berlin. Und das hast du ihnen schon angemerkt im ersten FC Saarbrücken. Und Lautern hat es gemacht, wie Funkel einfach dann ist, ganz pragmatisch. Erste Hälfte gar nichts fürs Spiel gemacht. Die Emotionen ein bisschen rausgenommen aus dem Spiel. Einmal zugeschlagen mit Unterstützung des Rasens und von Tim Schreiber, der vorher so eine tolle Pokalsaison gespielt hat. War bitter für den Jungen und das 2-0 gemacht. Aber ich meine, der Auftritt gestern in Hamburg war in Ordnung, aber du musst schon aufpassen als Lautern, dass du nicht mit der ganzen Euphorie, denn es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass du in Berlin von Leverkusen 4 oder 5 Stück bekommst, dann bist du zwar im Pokalfinale, da kannst du aber nicht mal nach Europa, das ist ja vor ein paar Jahren geändert worden, der Pokalfinalist kommt nicht mehr da rein. Und es droht ja wirklich die Relegation. Übrigens könnte es da nochmal gegen den ersten FC Saarbrücken kommen, denn Saarbrücken hat heute in Dresden gewonnen. Wenn die beiden Nachholspiele gewinnen, sind es nur noch 3 Punkte bis Platz 3. Also könntest du nochmal, Leona. Ich sehe gerade in deinen Augen, das hast du noch gar nicht so durchgerechnet gehabt. Naja, ich bin vor allen Dingen noch nicht da. Ich bin noch nicht in der Relegation. Also im Moment ist es Platz 17 mit Tendenz nach unten und mit 29 Punkten. Da ist Eintracht Braunschweig, die haben gerade einen Lauf. Ja, heute natürlich unterbrochen in Düsseldorf. Okay, gut, fair. Aber auch Hansa Rostock hat sich gut geschlagen, der VfL Osnabrück. Ich habe dir gesagt, Wien-Wiesbaden ist, glaube ich, meiner Meinung nach. Also, ich sehe Kaiserslautern im Moment noch nicht wirklich in der Relegation. Wenn Friedhelm Funkel da nicht noch eine Schippe drauflegt und den Jungs mal dem einen oder anderen das Rauchen untersagt in der Kabine und auch auf dem Platz, dann sehe ich da noch nicht keinen Horizont. Und das wäre bitter, weil gegen Preußen Münster wirst du verlieren. Beide Spiele, wenn das in die Relegation geht. Das kann ich dir sagen. Ja, übrigens, da siehst du ja, Dresden verliert heute zu Hause. Wird sicherlich auch eng für Markus anfangen. Dresden hat klar vor der Saison gesagt, wir wollen aufsteigen. Hat für mich auch den besten Kader. Ist der Favorit, das ist nicht immer einfach, das ist auch klar. Aber 10 Punkte Vorsprung aus der Winterpause zu verspielen, das ist schon echt ein Brett. Sie treffen einfach die Hütte nicht. Und da macht sich auch die Verunsicherung so ein bisschen bemerkbar. Ulm war letzter Stand, glaube ich, hat heute auch schon wieder gewonnen. Jahn Regensburg hat gestern in Münster gewonnen. Das sieht nach 2 Südaufsteigern aus, nämlich dem Jahn aus Regensburg und Ulm. Das wäre natürlich auch eine irre Geschichte, die dann praktisch jetzt erstmal von der 4. Liga direkt in die 2. Liga durchmarschieren. Und wie du sagst, die Bilanz spricht ja auch dafür, in der Relegation zwischen Liga 2 und 3 setzt sich ja, also Ulm hat 2-0 gewonnen, setzt sich ja meistens der Drittligist durch.
Also für Lautern echt ein ganz schmaler Grat. Und ich hoffe für Lautern nur, dass nicht dieses Pokalfinale am Ende die Spieler so ein bisschen sorglos gemacht hat. Denn das ist wirklich eine Floskel, die stimmt. Das Butter- und Brotgeschäft ist der Ligabetrieb. Tja, das ist wohl genauso. Wir wollen aber nicht unbedingt... So, jetzt haben wir, glaube ich, noch unseren, bevor wir tippen, kurzen Rückblick auf die EM 76. 76 und 80 können wir auch gleich hier. 76? Oder haben wir letztes Mal... Wir haben über 76 gesprochen. Haben wir letztes Mal schon über 76 gesprochen? Ja, wir haben über 76 gesprochen. Echt? Boah, ich bin mittlerweile schon so müde. Dann haben wir jetzt die EM 80, ne? Wir haben die EM 80 und das ist natürlich genau meine Brücke eigentlich gewesen, denn da gab es ja dann auch einen Spieler, der eine Ikone geworden ist beim 1. FC Kaiserslautern, nämlich Hans-Peter Briegel. Ja. Boah, war das war der Grund, warum ich Fan des 1. FC Kaiserslautern geworden bin. Der Einzige. Das Geile ist, lieber Mike, ich habe das Vergnügen gehabt mit dem Kollegen Christian Straßburger und es gibt noch andere, Belaretti macht alte Spiele, Wolf Fuß, wir haben alte Spiele nachkommentiert und da hatten wir auch tatsächlich die EM80 und da gab es das Spiel gegen Holland in der Vorrunde, wo Klaus Allofs 3 Tore gemacht hat, damit übrigens auch Torschützenkönig wurde. Es war ja das erste Turnier, wo 8 Mannschaften dabei waren und ganz ehrlich, das ist grotesk. Die spielen an einem Montagnachmittag in Neapel. Neapel, das Stadion, kein Dach. Es muss heiß gewesen sein. Felix Magath sitzt als Auswechselspieler mit der Sonnenbrille auf der Bank. Der Rasen ist in einem grausamen Zustand. Die Holländer eine völlig in die Jahre gekommen, völlig überaltete, präsige Mannschaft ohne Johan Cruyff. Aber die Deutschen hatten ein paar junge Spieler im Kasten. Toni Schumacher, Karl-Heinz Förster, Weltklasse-Verteidiger, den von dir angesprochenen Hans-Peter Briegel im Mittelfeld, Schuster und Müller, das sah nach richtig gutem Fußball aus. Ja, und Hans-Peter Briegel war ja deutscher Jugendmeister im Weitsprung, nicht wie viele sagen im Zehnkampf. Und wie der dadurch geflügt ist, einfach, also ich meine, Hans-Peter Briegel war Italiens Fußballer des Jahres vor Diego Maradona, der ist mit dem Aufsteiger Verona Meister geworden. Also Hans-Peter Briegel ist absolute Top-Mega-Weltklasse gewesen. Und es war einfach geil, den auch zu sehen. Im Finale musste er dann raus, da kam Bernd Kullmann. Das war der Letzte, der praktisch so die Brücke zu den 74er-Weltmeistern geschlagen hat. Aber kennst du eigentlich die geile Geschichte auch rund um Horst Rubech? Nein, aber du wirst sie garantiert jetzt erzählen. Ja, Horst Rubech war auf einer Audienz, auf einer öffentlichen vom Papst. Und dann haben ihn die Mannschaftskameraden gefragt, als sie zurückkamen, wie war es denn eigentlich? Und der Papst hat wohl dieses Zeichen gemacht. Und dann hat Rubech den Mannschaftskameraden gesagt, ja, der Papst hat mich angeguckt und hat mir 2 Tore fürs Finale, hat er mir prognostiziert. Und er hat tatsächlich 2 Tore gemacht, das 1-0. Und als es dann eng wurde, weil die Belgier nach einer Elfmeter-Fehlentscheidung nochmal rankamen, hat dann Karl-Heinz Rummenigge in der 89. Minute beim Eckball zu den Fotografen gesagt, so jetzt Linse scharf stellen, der Lange nickt gleich ein. Und der Lange hat geliefert. Übrigens, das finde ich auch interessant, weil ich Jean-Marie Pfaff wirklich für einen geilen Typen halte und auch für einen Weltklasse-Torwart. Aber das sind beides echt kapitale Torwartfehler im Finale. Und da spricht nie einer drüber. Wenn du weißt, wie manche Leute ein Leben lang mit einem Fehler in Verbindung gebracht werden, fand ich das schon ein bisschen beeindruckend, dass da gar nicht mehr drüber gesprochen wurde. Es gab übrigens, es gibt den Mythos, dass 1980, kurz nach der EM, ein Wahnsinns-Song geschrieben wurde, und zwar von Alan and Denise. Boah. Alan and Denise. Veröffentlicht wurde die Single 1983 und sie hieß Rummenigge, All Night Long. Ein Klassiker eigentlich der Popgeschichte. Sexy Knee, Rummenigge. Genau, he's the man with sexy knees. Ja. Genau, Karl-Heinz Rummenigge. Europas Fußballer des Jahres, 80 und 81. So, bitteschön. Also man sagt, dass das während der EM geschrieben wird. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber den Song kennen aber viele. Auch, man muss sagen, Jupp Derwall hatte ja nach 78 übernommen. Was für eine Mannschaft. Bernd Schuster, wenn du den siehst, ist ja eigentlich bitter, dass der keine WM gespielt hat, nur 20 Länderspiele für Deutschland gemacht hat. Der hat damals, das muss man sich mal überlegen, bei einem Freundschaftsspiel in Stuttgart gegen Brasilien, ist er nicht mit in den sogenannten Blauen Salon gekommen. Bundestrainer Derwall hat immer darauf bestanden, dass abends noch Bier zusammengetrunken wurde. Man hat sich in der Hotel oder in der Kellerbar von Hansi Müller getroffen. Und Bernd Schuster musste aber am nächsten Tag Pokal spielen mit Barcelona in Spanien. Und hat Harald Schumacher gesagt, sagt dem Bundestrainer bitte, es gab ja noch kein Handy,
ich werde morgen um 6 Uhr abgeholt, ich muss ja noch spielen, ich komme nicht mit. Und Jupp, der war so sauer. Weiß nicht, ob ihm, vielleicht hat Toni Schumacher auch vergessen, ihm zu sagen, dass der kein Länderspiel mehr gemacht hat. Das musst du dir mal vorstellen. Obwohl selbst Franz Beckenbauer später noch versucht hat, ihn wieder zurückzuholen. Eine absolute Ikone übrigens, Bernd Schuster, der in Spanien für alle drei großen Clubs gespielt hat. Und ich war früher beruflich viel mit ihm in Spanien unterwegs. Also das ist wirklich so, am Flughafen knien die Leute vor dem nieder. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der blonde Engel. Der blonde Engel. Geiler Typ übrigens, der von vielen so ein bisschen verkannt wird, weil er am Anfang immer sehr zurückhaltend ist. Auch manchmal ein bisschen misstrauisch. Aber wenn du den so ein bisschen kennst, super. Also was Bernd Schuster für Geschichten erzählen kann, überragend. Und Jupp Derwall ist übrigens auch, da schließt sich wieder der Kreis, ist er Saarländer und hat in Saarbrücke-Duttweiler gewohnt. Ich glaube, bis zum Schluss, bis er leider dann verstarb. Und dann hat er zwischendurch im Rheinland gewohnt, hatte dann die reale rheinische Lebensweise. Häuptling Silberlocke, so hieß er, ja. Richtig. Aber gilt für mich auch manchmal so im Nachhinein so ein bisschen unterschätzt. Also Vize-Weltmeister und Europameister. Das war eine Top-Bilanz. Und eins noch, in der anderen Gruppe hat sich halt Belgien durchgesetzt. Es gab einen Modus, zwei Vierergruppen, aber ohne Halbfinale. So waren die Deutschen schon vor dem Spiel gegen Griechenland im Finale. Und weil das Spiel um Platz 3 so grausam war zwischen Italien und Tschechien. Und ich glaube, erst nach dem 20. Elfmeter, dem Fehlschuss von Fulvio Collevati entschieden war, hat man das Spiel um Platz 3 dann in der Folge einfach bei Europameisterschaften abgeschafft. Finde ich übrigens eine gute Lösung. Absolut. Könnte man eigentlich wieder einführen, finde ich. Also jetzt willst du Spiel um Platz 3 wieder einführen. Ja, klar. Naja, also, lass es weg, beide kriegen Bronze. So, jetzt ganz kurz noch Europapokal tippen für die Woche. Vielleicht kannst du dich rehabilitieren. Boah. Arsenal gegen die Bayern. Arsenal gegen die Bayern wird dann 2-1. Für Arsenal? Muss ich leider sagen, tippe ich genau dasselbe. Also, und das würde den Bayern ja alle Chancen fürs Rückspiel auf jeden Fall, würde das ja noch den bewahren. Ne? Ja, aber ich glaube nicht dran, dass die Bayern weiterkommen. Aber du, also, ja, wir sehen es. Ja, also 2-1 für Arsenal. Mhm. Dann Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund. Ach, also Borussia Dortmund hat jetzt ein Spiel richtig gut gespielt und jetzt auch am Wochenende okay gespielt, aber ich glaube, Atletico ist einfach doch eine kleine Nummer zu groß. Also wird ein überraschendes 3-1 für für Atletico. Ja, nicht legen. Okay, ich sage 1-1. Oh. Wäre aber damit noch keine, also das wäre wirklich auch so dann im Rückspiel, dass ich sagen würde 50-50. Übrigens, apropos große Mannschaft, heute Ajax Amsterdam 6-0 zerlegt worden bei Feyenoord. Puh, ist der holländische Klassiker, da hat auch ein Rekordmeister auch Probleme, also analog zu uns. Ich sage 1-1 und dann noch die Frage, was ist mit Bayer Leverkusen gegen West Ham United? Das wird ein schweres Spiel für Xabi Alonso, das ist die Feuertaufe. Ja. West Ham ist gut drauf. Ich würde sagen, 2-1 für West Ham. Boah, das wäre die erste Niederlage für Leverkusen. Ich sage 2-1 für Bayer Leverkusen, obwohl ich dir recht gebe, dass West Ham auch in der Conference League letztes Jahr siegreich schon ein schwerer Brocken ist. Und eins noch, weil ich hin darf am Mittwoch. Spiel ist natürlich dann am Donnerstag. Liverpool gegen Bergamo, sage ich 3-1. Liebe Grüße an Jürgen Klopp. Gegen Bergamo. Also es kann nicht sein, dass Bergamo dieses Spiel gewinnt. Es kann nicht sein. Allerdings habe ich auch gesehen, dass dieses Spiel wahnsinnig Kraft gekostet hat gegen Man U. Es war knapp 1-0 für Liverpool. 1-0 für Liverpool. Gut, dann sind wir dieses Mal gar nicht so weit auseinander entfernt. Was, hast du sonst hast noch du was? Schon getippt? Liverpool gegen Bergamo? Ich habe 3-1 gesagt. Du hast 3-1 gesagt, okay. Dann rufe ich dir jetzt was zu, mein lieber Freund. Oh. Ja, dann rufe ich dir. Ich darf dir vorher noch eins sagen, weil ich danach ja ruhig bin. Ja. Mir hat einer gesagt, nachdem die Bayern verloren haben, hat er mir geschrieben, meinst du, der schöne Mike hat wieder mit Aldis Rache gegurgelt und und sich eine Leona geschmiert. Das muss man auch erstmal, muss man das erstmal durchbringen. So, jetzt du. Da werde ich noch ein bisschen dran zehren, um mal bei dem Bild zu bleiben. Also, dann sag deinem Freund und schreib es dir auch hinter die Ohren, es ist ratsam, auf dem Teppich zu bleiben, wenn man vieles darunter gekehrt hat. Boah. Wer hat das gesagt? Häuptling Silberlocke. Jupp. Derwall. Liebe Freunde.
Ganz ehrlich, ja, wer als Europameister den zweiten Stern mit Deutschland geholt hat, also den zweiten Titel, einen blauen Salon eingeführt hat, Bernd Schuster rasiert hat und ins Saarland zurückgekehrt ist und dann so einen dicken Teppich hat, ah, der braucht vor allen Dingen eins. Eier. Und Magie. Magie und ganz dicke Eier.